Herzlich willkommen. Mein Name ist Leonhard Dobusch. Ich freue mich, dass ich hier eröffnen darf, wobei ich finde, dass das doch irritierender ist, als ich dachte. Ich weiß nicht, also ich zumindest höre sehr viel von dort drüben. Okay. Kann man denen irgendwie sagen, dass die das ein bisschen runterdrehen müssen? Ich höre es extrem. Na gut, also wir werden versuchen, das jetzt trotzdem mal so hinzukriegen. Sollte ich öfter mal aus dem Takt geraten, dann bitte ich das zu entschuldigen. Also prinzipiell, ich bin noch zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin Juniprofessor hier an der Freien Universität Berlin am Institut für Management, beschäftige mich aber schon sehr lange mit diesen verschiedenen Open-Bewegungen, Open-Themen. Ich habe mal meine Diplomarbeit zum Thema Open-Source-Software und die Frage, wie man diese Entwicklung organisieren kann, geschrieben. Mit offenen Lizenzen beschäftige ich mich und so weiter. Ich bin aber sehr froh, dass es diesen Summit of Open Rights for Thinking gibt, weil ich das Gefühl habe, dass endlich mal sozusagen als Managementforscher zu diesem Thema was sagen zu können. Und das, also weil diese Business-Seite bei diesen Open Veranstaltungen, die es gibt, dann oft doch irgendwie im Hintergrund ist und ich umgekehrt an der Uni mit diesen Open-Themen dann auch eher der Exot bin. Ja, also aber jetzt zu meinem Talk. Worum geht es mir? Ich habe drei Punkte vorzumachen. Das erste wäre, dass ich, macht es überhaupt Sinn, wenn Organisationen, die sich in diesem Open-Bereich bewegen, nicht nur offene Strategien anwenden, also Open Strategies, sowas wie Open Innovation oder offene Produktentwicklung oder sonst etwas, dass die auch in ihren Strategiefindungsprozessen versuchen, sich zu öffnen. Das zweite wäre dann ein Beispiel, an dem ich das kurz diskutieren will, die so etwas versucht haben, eine Organisation, die auch in ihrem Strategiefindungsprozess versucht hat, sich zu öffnen, dabei manche Sachen erfolgreich hinbekommen hat, andere weniger. Darüber, das ist das Beispiel von Wikimedia. Und dann zum Abschluss ein Fazit, wo ich eine Unterscheidung, die ich jetzt gleich dann auch durchziehen möchte, noch ein bisschen theoretisch ausführen will, nämlich die Unterscheidung zwischen Crowd und Community. Aber starten wir mit dem ersten Punkt. Zuerst mal darüber zu reden, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Open reden. Weil jeder einzelne Track heißt hier Open. Und meine erste Botschaft wäre jetzt mal, Open ist nicht gleich Open. Ja? Also die einfachste Form der Openness oder die einfachste Form der Offenheit ist mal Transparenz. Ja? Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Aber man muss sagen, selbst diese einfache Form, gewisse Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen, mit einer Public, selbst diese einfache Offenheit ist alles andere als selbstverständlich. Also vor allem in der Wirtschaft. Wenn man, wie jemand wie ich, der die Freude hat, auch Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre zu unterrichten, wenn man dann Bilanzregeln erklärt und das Hauptziel von Bilanzen ist es, irgendwie Transparenz herzustellen über wo die Mittel herkommen und wie sie verwendet werden, gleichzeitig aber die Praxis von Bilanzierung ansieht, dann geht es da eigentlich vor allem darum, diese Offenheit möglichst intransparent zu machen. Ja? Also das ist eigentlich das Ziel, ja, von so einer Bilanzierungsprozessen. Und so eine wirkliche Offenheit im Sinne von Unternehmensprozesse transparent zu machen, das ist eigentlich was selbst dort, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht irgendwie üblich ist. Aber wie gesagt, das ist die erste Form der Transparenz, der Offenheit. Die zweite Form der Offenheit wäre dann nicht gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern gegenüber der Crowd. Was meine ich mit Crowd? Crowd, damit meine ich jener Ausschnitt aus der Öffentlichkeit, jene Gruppe, oder es können auch mehrere sein, die irgendeine Eigenschaft oder irgendeine Praktik gemeinsam haben, dass sie zu einer Gemeinschaft an sich macht, die irgendwie auf die Organisation bezogen ist. Das kann sein, dass sie Kundinnen und Kunden sind, das kann sein, dass sie die Fans der Facebook-Seite sind, dass sie im Twitter-Feed folgen. Alles das macht sie quasi zu einer Crowd. Und Offenheit gegenüber der Crowd bedeutet dann, gegenüber Vorschlägen von dieser Crowd offen zu sein, irgendwie über Anregungen, Beiträge aufnehmen zu können. Dritter Bereich oder dritter Fall von Openness wäre Offenheit gegenüber der Community. Und
während also in der Crowd die einzelnen Mitglieder nicht unbedingt untereinander in Kontakt stehen, ist Community mehr als eine Crowd. Ja, Community heißt, dass sich die Leute auch bewusst sind, dass sie Teil einer Community sind. Also, ich will jetzt nicht da irgendwie Marxismus auspacken, ja, aber die Unterscheidung zwischen Klasse an sich und Klasse für sich gab es bei Marx. Und in Wirklichkeit trifft das auch dazu. So eine Crowd, das ist eine Gemeinschaft an sich. Ja. Die Leute haben eine gemeinsame Eigenschaft, aber die müssen nicht unbedingt sich bewusst sein, dass sie Teil der Crowd sind. Ja. Kann sein, muss aber nicht. Während in der Community, in der Gemeinschaft, ist eine Gemeinschaft für sich. Die erkennt sich auch als Gemeinschaft. Man identifiziert sich als Teil der Gemeinschaft, dass dann damit einhergeht, dass man auch Ansprüche an diese Gemeinschaft stellt, dass man mit eingebunden werden will. Also wenn man das jetzt diese verschiedenen Arten von Offenheit nebeneinander stellt, dann geht es im Fall der Offenheit in Form von Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit vor allem um Senden. Ja? Ich öffne mich als Organisation und sende gegenüber der Öffentlichkeit. Zweiter Fall, Crowd, da geht es vor allem um Empfangen. Ja, ich öffne mich gegenüber der Crowd und will Anregungen, will Ideen einsammeln. Ja, und wenn es dann im dritten Bereich, Offenheit gegenüber der Community geht, dann geht es auch darum, wirklich in den Dialog einzusteigen. Ja, es geht dann nicht mehr nur um Senden, nicht mehr nur um Empfangen, sondern es geht eigentlich um Aushandeln, um Verhandeln. Ja, es geht darum, sich wirklich einzulassen. Das ist jetzt was, das hat noch nichts mit Strategiefindung an sich zu tun. Das ist was, das findet man in all diesen Open-Projekten, die in diesem Summit Thema sind. Ja. Also um noch zwei Beispiele zu bringen, und ich werde mich im Folgenden vor allem auf die letzten beiden Bereiche, Crowd und Community, konzentrieren. Also diese Crowd-Logik eignet sich für unterschiedliche Dinge. Ja. Also eines der bekanntesten Beispiele ist dieses Markieren von Kratern auf Mars-Fotos. Ja, das ist was, das kann ich super an eine Crowd auslagern, ja, weil jede Person kann irgendwie da versuchen, so einen Krater zu markieren, die müssen nicht untereinander reden, das kann jeder für sich machen und jede, das ist alles kein Problem. Beispiel für eine Community wäre eher sowas wie eine Open Source Community. Das ist jetzt ein Beispiel von Apache. Da gibt es viele Teilgruppen, die müssen einerseits miteinander untereinander sich austauschen, nur am Ende entsteht ein Gesamtprodukt, das irgendwie auch zusammen funktionieren muss. Also ganz andere Logiken sind da am Werk. Und das heißt, diese Unterscheidung zwischen Crowd und Community, die spielt ganz allgemeine Rolle, wenn man über Open Strategies redet. Ja. Worum es mir jetzt aber im Folgenden dann gehen wird, ist, dass diese Unterscheidung zwischen Crowd und Community auch dann eine Rolle spielt, wenn man nicht nur eine Offenheitsstrategie anwendet, sondern wenn man Strategiefindungsprozesse selbst, wenn man das öffnen will. Ja, dazu zuerst mal, was heißt Strategie eigentlich? Ja? Strategie heißt in Wirklichkeit immer dann, wenn Organisationen sagen, wir wollen Strategie machen. Alles, was unter diesem Label passiert. Und in der aktuellen Managementforschung gibt es da jetzt auch erste Trends mit diesen Fragen von Offenheit auch im Bereich von Strategieforschung sich auseinanderzusetzen. Das ist jetzt eine Grafik, die in einem Paper mit dem Titel Open Strategy von Whittington und anderen dort drinnen ist. Und der unterscheidet Offenheit in der Strategiefindung einerseits schon gegenüber der eigenen Organisation, ja, also intern, weil wenn man normalerweise im Management Strategieforschung betreibt, was ist das, was die Leute sich anschauen? Top-Management. Ja. Strategie, das machen die ganz oben. Ja. Also selbst innerhalb der Organisation bedeutet Open Strategy schon mal, sich zu öffnen gegenüber auch anderen Leuten in der Organisation und die mit einzubeziehen. Und andererseits, das wäre natürlich noch radikaler zu sagen, nicht nur innerhalb der Organisation stellen wir Strategy auf eine breitere Basis, sondern wir beziehen auch organisationsexterne Akteure mit ein. Und dann die anderen beiden Dimensionen, die er aufmacht, sind einerseits, wie wir schon hatten, Transparenz. Also offen zu legen, wie Strategie gemacht wird und andererseits vielleicht sogar darüber hinausgehend, nämlich nicht nur offen legen, was ich mache, sondern auch Ideen aufnehmen. Aber auch das wäre eher so wieder diese Crowd-Logik. Ja, das heißt, die Frage, die man sich stellen kann in diesem Open-Strategy-Diskurs in der Managementforschung, gibt es da noch mehr als irgendwie transparenter zu werden und vielleicht ein paar Ideen aufzunehmen aus der Crowd? Und zumindest die derzeitige Forschung, die ist da sehr klar. Ich möchte da ein Zitat kurz bringen, aus demselben Papier. Da schreibt Whittington und seine Kollegen, schreiben, Inclusion and transparency do not extend to the transfer of decision rights with regard to strategy. Openness
refers to the sharing of views, information, and knowledge, not a democracy of actual decision making. Also was da als Offenheit im Bereich von Strategiefindung verhandelt wird, ist eine sehr beschränkte Offenheit. Und ich würde sagen, ist eine Offenheit, die noch nicht mit einer Offenheit umgehen kann, wie man sie in Communities findet. Ja? Und jetzt kann man sagen, für die meisten normalen Organisationen ist das wahrscheinlich auch kein Problem. Umgekehrt, für die meisten normalen Organisationen ist schon diese Offenheit ein Problem. Ja? Was ist aber, wenn man es mit einer Organisation zu tun hat, für die diese Community wirklich eine große Rolle spielt? Wenn diese Community den größten Teil zum Beispiel des Produkts dieser Organisation erstellt. Ja? Wie zum Beispiel, und das ist natürlich sicher ein extremer Fall, der Fall von Wikimedia. Über den Fall muss ich jetzt, glaube ich, hier in diesem Ort nicht viel erzählen. Wikimedia ist die formale Organisation hinter der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia und ganz vielen anderen Schwesterprojekten, so wie Wikibooks, Wiktionary etc., die sich durchaus eine kleine Vision vorgenommen haben, nämlich eine Welt, in der wir alle aus dem vollen Fundus an Wissen schöpfen können. Allen Erfolgen zum Trotz, also wenn man mal anschaut, Wikipedia ist die einzige Non-Profit-Seite unter den 10 meistbesuchten Seiten im Netz, ja, ist es so, dass auch bei Wikimedia, und ich muss vorsichtig sein, was ich hier sage, wir haben hier Leute von Wikimedia am Tisch, ja, nicht alles in Butter. Ja, also es läuft eigentlich blendend, aber ja, es gibt dann in manchen Bereichen durchaus auch Dinge, die Sorgen bereiten. Zum Beispiel, und das ist jetzt schon eine längere Entwicklung und diese Grafik tut wirklich weh, das merkt man, die zucken zusammen, die beiden, der Editor-Count. Ja, also wir reden jetzt von den Wikipedia-Autoren und Autorinnen, die mehr als 5-mal im Monat was editieren. Und das stieg halt ganz steil an und dann bricht es ab und seit fast schon 6 Jahren stagniert die Zahl der Editors. Ja, also man sieht hier, 2006 kam irgendwie dieser Bruch und seitdem, kann man sagen, stabilisiert sich es auf hohem Niveau, aber es geht ein bisschen runter. Und man kann sagen, es ist nicht mal so eine klassische S-Kurve, also so, dass, es ist kein so ein langsames Fade-out, ja, sondern es geht eigentlich relativ kontinuierlich nach unten. Das war eine Sorge und die zweite Sorge, das ist eher ein bekanntes Thema, mangelnde Vielfalt unter diesen Autorinnen und Autoren. Ja? Also wenn man sagt, Wikipedia sammelt das Weltwissen, ja? Und man kann sagen, das einerseits könnte man sagen, das Weltwissen in Enzyklopädien, das war schon immer männlich. Ja? Das haben immer vor allem Männer da reingeschrieben, vor allem Westmänner aus Europa oder angelsächsische Männer mittleren Alters. Das Schade ist nur, dass halt Wikipedia, die potenziell eigentlich das öffnen könnte, das bisher auch noch nicht so richtig hinkriegt. Ja? Was macht so eine Organisation wie Wikipedia, deren Wikis im Namen, wenn sie vor solchen Problemen steht? Und das war dann eben 2009, hat man sich die Frage gestellt, okay, wir machen einen Strategiefindungsprozess und versuchen diese Probleme zu adressieren und wir versuchen da unsere Community mitzunehmen, weil eins ist klar. Wenn wir als Wikimedia-Organisation sagen, jetzt machen wir mal alles anders, ja? Jetzt schaffen wir da mal, sie können nicht mehr Frauen anstellen, das geht nicht, weil kein Wikipedia-Autor und keine Autorin Geld dafür bekommt. Ja? Man muss sich andere Möglichkeiten überlegen und es ist klar, jede Strategie, die man als Wikimedia entwickelt, die braucht Akzeptanz von dieser Community, ja? Damit die umgesetzt wird. Naja, und was war sozusagen die Lösung? Also ein Board-Member von Wiki hat gesagt, naja, also wenn wir ein Problem haben, we throw wikis at any problem. Ja? Und so hat man das halt auch im Bereich der Strategiefindung dann getan. Man hat gesagt, wir wollen die, und das ist, finde ich, gar nicht mal eine doofe Idee. Ja? Man sagt, was ist das Gemeinsame, was ist das Verbindende der Wikipedia-Community? Es ist, dass alle diese Leute Wikis editieren. Das ist das, was Wikipedianerinnen und Wikipedianer gemeinsam haben. Und wenn ich sage, ich will diese Leute, die Wikis editieren, ich will die einbinden in meine Strategiefindungsprozesse, dann anzusetzen an den Praktiken, die diese Community erst überhaupt mal zu einer Community machen, das macht Sinn. Ja, weil ich kann davon ausgehen, dass diese Praktiken bekannt sind, verbreitet sind, dass die Leute das können. Ja? Und noch dazu ist es ja so, dass Wikis ja Technologien sind, die prinzipiell für Kollaboration und Kooperation geeignet sind. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat ein Strategy-Wiki aufgesetzt, ja? Ein eigenes Wiki, für den Strategiefindungsprozess. Das wurde dann auf einer Wikimania-Konferenz angekündigt und hat dann da wieder die Leute eingeladen, sich daran zu beteiligen. Und also man kann sagen, selbst die sinkenden Editorzahlen, es gibt bei der Wikipedia immer noch so 70.000, 80.000 regelmäßige Beitragende,
im Monat. Und ja, also der Anteil derjenigen, die sich dann beteiligt haben in diesem Strategiefindungsprozess, war dann nicht so berauschend. Man sieht hier aber auch nicht so schlecht. Also man sieht hier auf der linken Achse die Anzahl der Autorinnen und Autoren, auf der rechten die Artikel, die beigesteuert wurden. Das betrifft jetzt nur das Strategy Wiki. Und was man halt sieht ist, dass es zum Beginn ja, ziemlich steil nach oben ging mit den Leuten, die dort irgendwie Ideen reingeworfen haben. Ja. Also man kann sagen, so in der ersten Phase, wie es darum ging, Ideen zu sammeln, Ideen zu kategorisieren und Ideen auch vielleicht zu evaluieren, im Sinne von, dass man sie diskutiert, ja, das war sozusagen, da war die Beteiligung recht hoch. Im Sinne von, es kamen viele neue Leute dazu. Im zweiten Teil, wenn es dann darum ging, diese Ideen und diese Sachen, die da gesammelt wurden, zu kondensieren, zu integrieren und auch zu priorisieren, ja, also quasi Entscheidungen zu treffen, das ist jetzt wichtig, das machen wir nicht. Da war das Wiki, ich sag mal so, weniger hilfreich. Ja? Also was hat man da auch gemacht? Man hat Taskforces eingerichtet zu verschiedenen Themen, also zuerst wurden die Themen kategorisiert und dann hat man gesagt, okay, und für jede Kategorie oder für zwei, drei Kategorien richten wir eine Taskforce ein. Da gab es auch einen Open Call for Participation, das heißt, Leute konnten in diesen Taskforces mitarbeiten, da war aber die Hürde natürlich schon viel größer. Weil in so einer Taskforce muss ich mir Zeit nehmen, ja, ich muss mich da einbringen, regelmäßig wiederkommen, etc. Dementsprechend auch da quasi die Einschätzung dann, synthesizing these recommendations into one strategic plan was the hardest part. Ja? Also sozusagen während dieses Sammeln, das lief noch ganz gut, ja? Da kamen so die Ideen rein, ja, ins Wiki. Aber wenn es dann darum ging, aus diesem Wust an, insgesamt waren es 900 Proposals, also knapp 900 Proposals, einen Plan rauszumachen, das war dann nicht mehr so einfach. Und ich würde mal sagen, da war halt das Wiki nicht mehr so eine große Hilfe und ich sage es auch deshalb, jetzt denkt man sich, okay, aber Wiki ist doch dazu da, um gemeinsam einen Text zu schreiben. Ja, aber es ist nicht dazu da, um Entscheidungen zu treffen. Ja? Das merkt man ja auch, sobald es in einem Wikipedia-Artikel kontrovers wird, kommt ein Editor raus. Ja? Und den aufzulösen ist ganz schwer. Ja? Das kann sich über Jahre strecken. Ja? Und das ist für einen Strategiefindungsprozess vielleicht nicht ideal. Ja, noch ganz kurz, um auch zu sagen, was dabei rausgekommen ist. Am Ende kamen raus 5 strategische Prioritäten, ja, nämlich Infrastruktur stabilisieren, Beteiligung steigern, Qualität verbessern, Innovation fördern, Verbreitung erhöhen. Jetzt kann man sagen, okay, das sind nette Überschriften. Ich würde sogar sagen, nicht mal das, weil das Problem ist, eigentlich sind das nochmal die Probleme, nur jetzt als Ziele. Ja? Also wir haben zuerst, also ich meine, Infrastruktur, da geht es zum Beispiel um so Sachen wie so einen Wikipedia-Editor, der irgendwie, dass man nicht die Wikisyntax können muss, damit ich Wikipedia-Artikel editiere. Das ist ganz lang bekannt, den gibt es leider immer noch nicht. Aber das ist auch nicht einfach, den zu entwickeln. Beteiligung steigern, haben wir gerade gesagt. Wir wollen, dass dieser Aderlass an Editors sinkt. Qualität verbessern, okay, kann man sagen, das ist eigentlich nicht so schlecht, aber da gibt es gerade in vielen Teilbereichen dann doch auch Probleme, ja, etc. Ich will jetzt nicht einzeln eingehen. Was eigentlich dann gefehlt hat, waren dann, oder was auch in diesem Plan nicht wirklich drinsteht, wie genau man das erreichen will. Was sie aber schon waren, sie waren sehr konkret. Ja, also die Ziele waren, wir wollen so und so viele neue Editors bis zum Ende des 5-Jahres-Plans, den man da entworfen hat, gewinnen. Und ich würde sagen, einer der Gründe ist eben genau dessen, und das kann man, wenn man sich diesen Prozess jetzt im Zeitverlauf anschaut, der hängt eben mit diesen Tools, die man verwendet hat, und mit den Unterschieden zwischen Crowd-Logik und Community-Logik zusammen. Ja? Also die Vorbereitung des ganzen Prozesses, die wurde halt gemacht vom Board, das ist eh klar, da wurde entschieden, okay, wir wollen so einen offenen Strategiefindungsprozess. Dann gab es eine sehr transparente Phase, wo alles am Wiki ablief, ja, wo man die Leute eingeladen hat, dort ihre Proposals einzureichen. Man hat außerdem auch für Leute, die mit Wiki-Syntax nicht umgehen können, sozusagen eine Art Zettelkasten eingerichtet, digital, wo die Leute ihre Vorschläge reinschicken konnten. Aber wie es dann darum ging, das Ganze zu verdichten, da wurde quasi diese Transparenz auch zurückgefahren. Man konnte natürlich zwar teilnehmen an diesen Taskforces und die haben sich auch bemüht, immer ihre Transkripte und ihre Protokolle auch wiederum in das Wiki zu spielen. Aber es war doch ein ziemlich krasser Unterschied, ja, was das Transparenzniveau betrifft, verglichen mit dem vorherigen Bereich. Und das soll dieser nette Blitz hier signalisieren, das hat dann doch auch für Widerspruch gesorgt. Ja. So Richtung zu sagen, wir machen so ganz open, ja, und wenn es dann aber um die Entscheidungen geht, ja, dann machen wir es zu oder relativ zu. Und dann gibt es keine Entscheidung Tools. Ja, und dann wird das irgendwie so mit 10 Taskforces, die irgendwie offline irgendwo oder zumindest mit Skype das Ganze koordinieren gemacht.
Das heißt, ich würde sagen, was man an diesem Strategieprozess von Wikimedia sehr schön sehen kann, ist, dass sich Openness irgendwo zwischen, und vor allem Open Strategy, irgendwo zwischen Crowd und Community abspielt. Ja, dass beides eine Rolle spielt. Dass es beide Logiken gibt und dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten in dem Strategieprozess unterschiedliche Logiken eine Rolle spielen und man dann vielleicht auch unterschiedliche Tools braucht. Ja? Also Carolyn, und ich kann den Namen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Haythorne White, ja, hat in einem schönen Paper, wo sie genau diese Unterscheidung zwischen Crowd und Community aufmacht, geschrieben. In diesen offenen Produktionsformen, da gibt es einfach zwei Arten. Da gibt es Lightweight Peer Production, also so leichtgewichtige Peer Produktion, ja, eben Crowd, und Heavyweight Peer Production, also hart, schwergewichtig, aber auch schwerer vielleicht zu organisieren. Ja. Das ist das, was in Richtung Community geht. Jetzt ist das klarerweise eher ein Continuum, ja, also das geht natürlich teilweise ineinander über, aber wenn man das jetzt, aber zumindest an den Endpunkten kann man da schon sehr klar unterscheiden, wo es da Unterschiede gibt. Ja. Also wenn es um die Beiträge gibt, die man da einsammeln kann, da hat man, wenn es um die Crowd geht, sind das atomistische Beiträge, unabhängig voneinander. Ja. Und sie sind regelbasiert. Es gibt eine ganz klare Regel, nach der die Beiträge erfolgen. Das bedeutet aber auch vom Governance her, dass ich zentrale Vorgaben machen kann. Die Beiträge will ich so und nicht anders. Und wer sich da nicht hält, ja, der macht nicht mit. Es gibt dafür umgekehrt eine geringe Einstiegshürde. Ja. Ich muss meistens nicht viel kennen. Also um solche Krater auf einem Marsbild zu markieren, da muss ich irgendwie nicht Astronomie studiert haben. Ja. Und es ist sehr quantitativ, ja, die Auswertung, auch das Feedback, das man bekommt. Man kann sehr schön zeigen, okay, das ist der hat die meisten Krater markiert. Ja, dann ist man der Tollste. Und im Strategieprozess wiederum, auf den fokussiert, kann die Crowd sehr gut, also so eine Crowd-Logik sehr gut dazu helfen, einerseits Ideen zu sammeln und vielleicht auch zu bewerten. Also ein anderes Beispiel, nicht nur Wikimedia, auch zum Beispiel, kennt jemand die Plattform Mendeley? Das ist so ein Forschungsnetzwerk. Die haben auch so einen digitalen Zettelkasten für Vorschläge, wo darüber diskutiert wird, wie die Plattform weiterentwickelt werden soll. Und da kann man dann halt die Vorschläge nicht nur reinhauen, sondern man kann sie auch bewerten, upvoten etc. und diskutieren. Ich würde sagen, besser geeignet, und das geht dann schon in Richtung auch entscheiden, aber besser geeignet wahrscheinlich für Ideenbewertung als so ein Wiki. Andererseits Community-Logik. Da sind die ganzen Beiträge interdependent. Die Beiträge alleine machen nicht viel Sinn. Erst zusammen werden sie mehr als die Summe ihrer Teile. Die Beziehungen der Leute in der Community sind reziprok und es wird verhandelt. Es müssen Ergebnisse verhandelt werden. Deshalb ist auch die Governance-Struktur eher eine Netzwerkstruktur. Es gibt nicht ein Zentrum, ja, das vorgibt, in welche Richtung es geht. Die Einstiegshürden sind größer und das Feedback, das man bekommt, ist auch ein qualitatives. Und in einem Strategiefindungsprozess ist diese Community-Logik halt die, wo es dann darum geht, okay, die harten Entscheidungen zu treffen. Was mache ich nicht? Ja? Zu priorisieren. Ja? Klar, begrenzte Mittel, begrenzte Aufmerksamkeit. Ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht alle Vorschläge machen. Und damit bin ich auch schon bei meinem Fazit. Drei Punkte. Erstens, Open ist nicht gleich Open. Ja, das betrifft den ganzen Kongress hier, aber das betrifft auch Strategiefindung. Ja. Wenn ich sage, ich will mich öffnen, dann sollte ich mir sehr klar werden, in welchen Bereichen, weil davon abhängt, welche Tools ich verwenden kann. Ja, und nicht, was ein Tool, das für die eine Openness, nämlich für Crowd-Openness geeignet ist, mag total schlecht geeignet sein für Community-Openness. Und wenn wir jetzt konkret über Open Strategy reden, dann ist, glaube ich, die Herausforderung hier wirklich einen Mix und eine Kombination von dieser Crowd-Logik und dieser Community-Logik hinzukriegen, weil eben beide in dem Strategiefindungsprozess eine Rolle spielen. Gut, das wäre es jetzt von meiner Seite. Fragen bitte.